jó napot kívánunk, szép délután mindenkinek. Szeretettel köszöntök mindenkit a Pilis Vörös Pári Német Nemzetiségű Fúvószenekar újjállapulásának 35 éves jubileumi koncertjét. Ezúttal szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsem dr. Fetter Ádámot, városunk polgármesterét. Szabsz László urat, a Pilis Vörös Pári Nemzetiségű Önkormányzat elnökét. A megjelent önkormányzat és Német Nemzetiségű Önkormányzat a képviselőket. A helyi egyesületek képviselőit és tagjait. A fúvószenekar volt és jelenlegi tagjait. Valamint minden kedves megjelentet. Köszönjük testvérvárosunknak megjelent képviselőjük Gerstettenből Roland Polancsek urat. És a borszéki delegációt is köszöntjük sok szeretettel. Külön öröm számunkra, hogy a mai jubileumon a gerstetteni barátaink is részt vesznek, bár a két zenekar közötti partner kapcsolat még igencsak gyerekcipőben jár, hiszen csak 34 éve tart. Köszönjük a Muzikfelei Hármú Gerstetten zenészeinek és tagjainak, hogy velünk ünnepelnek, és a mai napon a közreműködésükkel emelik jubileumi ünnepségünk színvonalát. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Bürgermeister unserer Stadt, Herrn Dr. Adam Petter, den Präsidenten der Deutschen Selbstverwaltung der Stadt Pilis-Vörösvár, Herrn Laszlo Szabsz, die Vertreter der Stadt und der Deutschen Selbstverwaltung, die Vertreter und Mitglieder der örtlichen Vereine, die ehemaligen und aktuellen Mitglieder des Blasorchesters und alle Gäste zu begrüßen. Wir begrüßen die Vertreter unserer Partnerstädte aus Gerstetten, Herr Roland Polancsek, und die Delegation aus Borsig, Bad Borsig. Wir freuen uns besonders, dass auch unsere Freunde aus Gerstetten am heutigen Jubiläum teilnehmen, auch wenn die Partnerschaft zwischen den beiden Orchestern mit 34 Jahren noch in den Kinderschuhen steckt. Wir danken den Musiker und Mitglieder des Musikvereins Harmonie Gerstetten, dass sie heute mit uns feiern und mit ihrer Musik unser Jubiläum bereichern. Szép hallott! Először a gerstetteni barátaikat láthatják és hallhatják. A Muzikfelein Hármony Gerstettel 1906-ban alakult ugyanabban az évben, amikor Gerstettel és Ámstetten közötti vasútvonalat megnyitották. Érdekesség, hogy a zenekar először az első Ámstettenből érkező közvonat érkezésekről játszott. 1990 óta a gerstetteni és a pilis-vörösvári fúvószenekarok közötti együttműködés töretlen. Nem telik el úgy hosszabb idő, hogy ne találkoznának egymással a zenészek, akár Németországban, akár Magyarországon. Számos barátság szövődött az évek során, a közösség azonban új tagokat is hamar befogadja. A gerstetteni fúvószenekar kiemelt szereplője a helyi rendezvényeknek, folyamatosan támogatja a fiatalok képzését, utánpótlását és nevelését. A komoly szakmai háttér mellett a zenekar tagjai mind kivételes emberek, akik amikor minket vörösváriakat fogadnak, mindig gondoskodnak róla, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodva távozzunk Gerstettenből. A 35 éves jubileum elképzelhetetlen lett volna nélkül, hiszen ez az idő alatt rengeteg eseményen vettünk részt közösen. Kérjük fogadják sok szeretettel elsőként gerstetteni vendégeinket, barátaim műsorát, a színpadon, a Muzikfelein Hármony Gerstetten. Der Musikverein Harmonie Gerstetten wurde im Jahre 1906 gegründet, im selben Jahr, als die Eisenbahnlinien zwischen Gerstetten und Amstetten eröffnet wurde. Interessanterweise spielte das Orchester erstmal als der erste Dampfzug aus Amstetten einfuhr. Seit 1990 ist die Zusammenarbeit zwischen den Blaskapellen Gerstetten und Wörösvár ungebrochen
und es vergeht kaum ein Zeitraum, in dem sich die Musiker nicht treffen, sei es in Deutschland oder in Ungarn. Viele Freundschaften sind im Laufe der Jahre entstanden, aber die Gemeinschaft nimmt auch gerne neue Mitglieder auf. Die Blaskapelle Kerstetten ist ein prominenter Teilnehmer an lokalen Veranstaltungen und unterstützt ständig die Ausbildung junger Menschen und Musiker. Die Mitglieder des Vereins verfügen nicht nur über einen starken, professionellen, fachlichen Hintergrund, sondern sind auch allesamt außergewöhnliche Menschen, die, wenn sie uns Wedischwader begrüßen, dafür sorgen, dass wir Kerstetten mit unvergesslichen Erlebnissen verlassen. Das 35-jährige Jubiläum wäre ohne sie undenkbar gewesen, denn wir haben in dieser Zeit an vielen Veranstaltungen gemeinsam teilgenommen. Bitte begrüßen Sie unsere Gäste und Freunde aus Kerstetten, den Musikverein Harmonie Kerstetten auf der Bühne. Felkérlem a zenekarból, a Gerstetteni zenekarból Dieter Csirske urat, aki németül fogja konferálni, és Daniel Meta urat, aki magyarul fogja konferálni az ő műsorukat. Ja, bitten jetzt Herrn Dieter Csirske und Daniel Meta auf der Bühne, damit sie dann die Titel auch für uns ansagen würden. Gerne, danke. Ja, hallo und grüß Gott und erstmal vielen Dank für den wunderbaren Applaus. Wir, der Gerstetter Musikverein, sind jetzt hier so knapp 3 Tage da und wir sind schon vom ersten Tag an, haben wir uns wie zu Hause gefühlt. Und ich muss sagen, es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn man eine lange Partnerschaft hat, über 30 Jahre, und man kennt sich. Und wenn man dann ja noch zusammen ein Konzert gestalten darf und man sieht hier von oben volles Haus, muss ich sagen, es ist wunderbar.
Wie gesagt, ich möchte auch nicht so viele Worte jetzt von mir geben, weil das war schon eine tolle Ansage und wir freuen uns, dass wir zusammen mit unserer Partnerschaftskapelle und vor allem sind wir unsere Freunde, zusammen hier ein wunderbares Konzert jetzt für euch gestalten dürfen. Wir haben ein bisschen Polkas dabei, ein bisschen was Modernes dabei. Und ich würde sagen, lehnt euch zurück und genießt jetzt einfach das wunderbare Konzert. Und weiter geht's bei uns jetzt mit einer schönen Weinkeller-Polka, die natürlich nach Ungarn wunderbar passt. Noch als noch schnell ist das mit der Verbindung-Version schon gut, weil ich wollte nicht mehr die da rein. Probiert, wie wird das vorkommen? Ich rede auch mit den Leuten, die man ähnlich, man muss sehen, was das Musikverein gestern übersehend ist, a szép Konzerten. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk, már három napja itt vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon szép barátság itt. Vörösváron tényleg ismerjük már egymást, mint egy család, nagyon-nagyon szép, tényleg minden nagyon jó, és örülünk, hogy itt lehetünk. Az első dal az a Grande Fanfare volt, jó nyitó, és most tovább játszok a Weinkeller polkát, ami itt Magyarországon nagyon jó ide passzol. Köszönöm szépen! Thank you.
Dankeschön. Danke, danke. Ja, vielen Dank. Elfelejtettünk egy nagyon fontos információt karmester Katrin Graf. Gábor Katrin Graf, egy ezt mondjuk fontos terület, pedig öntén. Ja, es ist immer sehr schwer, wenn man in einem Konzert ist, welche Stücke spielt man, was soll man spielen. Und unser nächstes Stück ist uns natürlich sehr leicht gefallen, schon allein wegen dem Titel My Dream. Das heißt, mein Traum oder soll unser Traum sein. Und ich würde sagen, wir haben wirklich von Ungarn geträumt und wir wissen auch warum, weil es einfach, ich muss mich echt wiederholen, wunderbar ist für euch und ihr uns so gut aufgenommen haben. Und jetzt würden wir sagen, wir werden für euch jetzt vielleicht auch einen schönen Traum erfüllen mit unserem Solo-Trompeter, hier unser Lukas Kalle. Lehnt euch zurück, schließt die Augen und träumt einfach, was ihr wollt. Nagyon nehezen csinálja nekem a minte, de a következő dal az úgy nevezik, hogy My Dream, az álmom, és hát mi már jó sokáig arról álmodtunk, hogy ide jövünk Magyarországra, Nörösvárra, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat itt, újra kell ezt mondani. Ez mint egy álmod, úgy, mint a My Dream. És üljenek le, csukják be a szemét, és hallgassák a My Dream, az álmod.
Dankeschön, unser Lukas Dahl an der Solo-Trompete. Ja, vielen Dank. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine kleine Pause. Blaskapelle Wörderschwach, liebe Gäste, liebe Festgemeinde, ich möchte die allerbesten Glückwünsche zum Musikverein Gerstetten für euer Jubiläum überbringen. Es freut uns außerordentlich, dass wir hier da sein dürfen. Wir sind 1990 das erste Mal nach Ungarn gefahren. Es hat sich über die vielen Jahre eine intensive Freundschaft entwickelt. Und wenn wir jetzt in unser Orchester reingucken, aber auch wenn wir in das Wörderschwacher Orchester reingucken, und da gibt es da ganz viele Leute, die waren 1990 noch nicht mal geboren. Es gibt aber auch noch welche, die waren schon damals dabei.
Und es hat sich eine Freundschaft entwickelt, die ist über die Jahre immer weiter gewachsen. Jeden Besuch, jede Begegnung sind neue Freundschaften entstanden. Und so konnten wir unsere Freundschaft immer in neue Generationen tragen. Und das ist, finde ich, ganz arg wichtig, dass die Jugend Freundschaft zwischen den Nationen findet, dass wir zusammen Musik machen durften, über die vielen Jahre schöne Musik machen durften. Und da möchte ich euch unsere besten Glückwünsche überbringen. Und natürlich haben wir eine Kleinigkeit zum Jubiläum mitgebracht. Da bin ich den Pali mal nach vorne. Haben wir uns überlegt, was kann man noch Musikkassette mitbringen. Und ja, Musiker machen doch Musik. Sagen wir bringen Noten mit. Und da haben wir. Erstens mal ein Notenpult mitgebracht. Ich bin überzeugt, Scholte, du hast schon ein Notenpult, aber wir dachten, irgendwann ist Zeit für Neues, weil auf diesem Notenpult steht nämlich drauf, für unsere Freunde zum 35-jährigen Jubiläum 2024 im Musikverein Gerstetten. Und wir hoffen, dass ihr euch in jede Probe an unsere Freundschaft erinnert und schön voranblicken könnt. Und dann haben wir euch Noten mitgebracht. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, was für Stücke noch nicht im Programm sind und trotzdem gefallen würden. Und wir haben jetzt zwei Stücke, neue Notensätze mitgebracht, die haben wir jetzt auch beide schon gespielt. Das erste war die Weinkeller-Polka, das war das zweite Stück, das wir gespielt haben. Danke dir. Das zweite, was wir mitgebracht haben, war der Marsch, den wir gerade gespielt haben, der Kaiserin Sissi Marsch. Sehr schöner Marsch von Timo Delweg, finde ich. Ich bin mir sicher, die beiden Stücke wird man in eurem Programm in Zukunft finden und wenn wir dann zusammen wieder wo spielen, dann können wir auch die beiden Stücke zusammenspielen, wenn wir die beiden auf der Mappe haben. Es ist immer toll, wenn wir was zusammenspielen können, wenn wir es beide haben und zusammen Musik machen können. Und es freut mich außerordentlich, dass jetzt nachdem Janni so plötzlich von uns gegangen ist, der Verein eine neue, gute Vorstandschaft gefunden hat. Junge Leute, die das wirklich auf einen tollen Weg bringen und den Verein weiterführen und unsere Freundschaft weiterführen. Und ich hoffe, wir haben noch viele Jahre gemeinsame Freundschaft vor uns. Dankeschön. Ja, und weiter geht es bei uns in dem Stückchen, das den Titel trägt Forever Young. Das weiß ich eigentlich, was es bedeutet. Also es heißt für immer jung. Und wenn man sich hier in Ungarn ein paar Tage aufhält, dann fühlt man sich wirklich einige Tage jünger. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass wenn wir nach Hause fahren, wir uns einige Jahre älter fühlen. Aber vielleicht nur der eine oder andere. Zumindest wir fühlen uns hier in Ungarn sehr jung. Und deswegen würde ich sagen, ist es das richtige Stückchen hier heute Abend wieder zum Konzert Forever Young. A következő dal úgy nevezik, hogy Forever Young, és a lépten azt mondja, hogy ha itt vagyunk Magyarországon, akkor tudjuk, hogy örökre. Hogy is? Fiatalon leszünk, igen. Köszönöm szépen. Forever Young.
Ja, das Solo und Lieblingsstückchen, das wir gehört haben, ist unser Jugendgebieter Stefan Zaber gewesen. Und unsere immer noch unterliegende Verena Radegan. Man sagt ja immer, alt und jung passt zusammen, man sieht sie auf jeden Fall wunderbar zusammen. Ja, natürlich, es gibt immer viele Solo-Instrumente, die meisten kennen die Trompete oder auch ein sehr bekanntes Solo-Instrument, die Triangel, die haben wir heute nicht dabei. Aber was wir dabei haben, ist eine wunderschöne Posaune. Und man muss sagen, auch unsere Joni hat sich auf die Unterreise so sehr gefreut, dass er sogar mit dem Flugzeug hat sich nachfliegen lassen. Weil er es in der Busfläche geschafft hat, da hat er ein bisschen verschlafen. Es war aber nicht schlimm, weil er sagt, komm, ich in der Flieger und bin gleich da. Und wir sind froh, dass unser Joni natürlich da ist und ich denke mal,
ihr werdet auch sehr froh drüber sein, weil unser nächstes Stückchen ist schon etwas moderneres, das den Titel trägt Hey June. Und ihr dürft, wenn ihr Lust habt, auch mitsingen am ersten Ende. Ah, gehört gestern da eine wunderbare Sekunde. Hey June, bist du schon nicht weiter? Als Beatles du? Ich habe gesagt, hogy a Jonas, aki most itt áll, és szólóposzant játszik, az pénteken még Stuttgartban a Sörfesztiválban játszott, és utána felszállt a reptére, aztán Stuttgartból Münchenbe repült, és onnan tovább Pestre. És péntek este, nem tudom, pontosan hajnal 2-kor ideért hozzánk, és most itt áll, és játsza nekünk a pozant. Köszönöm szépen!
Ja, immer als Musiker, wenn man auf der Bühne steht und fängt an, ein Konzert zu beginnen, dann denken wir immer, oh, hoffentlich ist es bald vorbei, weil jeder ist sehr ängstlich, dass er die richtigen Töne trifft. Und kaum ist es soweit, dann ist man eigentlich schon fast am Ende. Und das, ja, das ist auch gut so manchmal, wenn es dann mal schnell rumgeht, dann fühlt man sich natürlich auch wohler. Und wir sind quasi fast am Ende angelangt und freuen uns natürlich unheimlich auf unsere Musikfreunde, die nach uns natürlich noch weiterspielen. Aber bevor wir die Bühne verlassen, haben wir noch zwei Stückchen dabei. Das eine spielt man immer und kurz vor Schluss, weil es einfach der Titel hergibt, weil er sagt, eine letzte Runde. Und nach unserer letzten Runde machen wir dann gleich weiter mit einem wunderbaren Highlander-Stück. Und ich würde sagen, genießt noch die zwei Stückchen, lehnt euch zurück und freut euch einfach auf geile Blasmusik. Mindenszépnek a vége is él, és azért most még az utolsó két dalt játszok, az utolsó előtti, úgy nevezik, hogy eine letzte Runde, az utolsó kör, és már nagyon örülök és várok rá, hogy a Vörösvári Fúvózenekar is itt helyet fog és koncertet ad. És az utolsó dal az úgy nevezik, hogy Highland Cathedral, az egy nagyon szép dal, köszönöm szépen, hallják!
Dankeschön. Herzlichen Dank für den warmen Applaus. Und wir freuen uns natürlich nachher noch mit unseren Freunden ganz zum Schluss gemeinsam die andere zwei Titel zu spielen. Und ich würde sagen, macht eure Hände jetzt so arg kaputt, sondern lasst uns unsere Freunde, ich werde es einfach eintreten.